Hallo? Hallo? Das ist das Damen-WC. Und warum bist du denn hier? Also... Sorry, ich wollte dich nicht verärgern. Unsere lapige Partnerschaft soll nicht schon zu Anfang gestört werden. Das will ich meinen. Boah, ja, drüben im Herdklo hat jemand eine richtige Bombe abgelassen. Die Jungs sprechen schon von einem normalischen Sauhaufen. Verstehe. Na dann. Hey, komm, Larissa. Ich bin echt froh, dass wir dieses Jahr wieder zusammen beim Lab sind. Und das auch noch als Team, könnte ich mir nicht besser vorstellen. Klar, weil du ein feiger Schisser bist. Hey! Das war mit der Retourkutsche. Apropos Kutsche, das Auto wartet schon und ich glaube, wir müssen gleich los, weil wir in den Wald gefahren wären und da startet der Plot und deswegen müssen wir uns beeilen. Und wir sind dieses Jahr noch zu zweit, das ist ungewöhnlich. Ja. Ich dachte, Enno und Dara hätten sich auch zum Lab angemeldet. Dachte ich auch. Und klar ist ja das Thema. Was meinst du? Naja, Augen des Schicksals und ich meine, die Lableitung, die klaut dir eh immer so ein bisschen aus der Bibel, von deiner Tasche, du kennst dich ja so gut aus. Hast du da so ein paar Tipps oder so? Ach so, also es geht wohl um Propheten. Also so Zukunftsdeuterei? Nee, eher so Gottes Willen offenbaren, den göttlichen Plan deuten und eben keine Wahrsagerei, sondern die Wahrheit sagen und keine Voraussagung, sondern Hervorsagen. Da laufen also keine alten Männer mit weißen Bären durch die Gegend und verkünden, dass die Welt untergehen wird? Nein, die Welt ist ja auch schon untergegangen beim Lab. Es geht eher um irgendwas Prophetisches. Das würde auch zum Spiel passen, weil wir ja im Elbischen Land sind. Also Augen immer die Augen offen halten, oder was? Alex, ich hab dein Schwert. Hast du oben vergessen. Sehr witzig, Clarissa. Ich hätte mir auch was brechen können. Das war voll gefährlich. Quatsch, das sah gar nicht so gefährlich aus. Ach, was? Sah nicht gefährlich aus? Ich bin gerade diese Treppe darunter. Ja, ich hab's gesehen. Und jetzt stell dich nicht so an. Komm hoch. Hier ist dein Schwert. Dann lauf! Ab ins Play! Ich dachte, Enno und Dara hätten sich auch zum Lab angemeldet. Mein Wüstenkumpane, bei Sturm und Hagel, das Schicksal wird auf unserer Seite sein. So sei's. Und wir werden siegreich siegen. Oh,